Guten Morgen und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play zu Apes Exodus. Oh, jetzt musste ich gerade rüber auf die Verpackung von der Spieleverpackung, genau. Lünkern, weil mir gerade der Name wieder nicht eingefallen ist. Wir haben heute den 3.10. 8.12 Uhr morgens. Deswegen wird meine Stimme vielleicht noch etwas harsch. Kann man das Wort dafür benutzen? Harsch klingen? So. Wir hatten uns ja dieses wunderschöne Level hier für diese Aufnahmen aufgehoben. Und dann werden wir mal direkt reingucken, was es da so gibt. Ich habe jetzt gerade nicht im Kopf, was es hier geben könnte. Aber wenn ich sehe, denke ich mir bestimmt, ach ja, stimmt. Haha. Irgendwie sowas. Ah! Ha, ha. Okay. Einmal lesen. Achtung! Erstens, du befindest dich im Hauptquartier von General Drippig. Entschuldigung für meinen englischen Ausrutscher. Zweitens, nur General Drippig kann den Haupteingang der Soulstorm Brewery teilweise entschärfen, indem er mit dem glatten Stimmenerkennungsschloss spricht. Drittens, von General Drippig Besitz zu nehmen ist vorschriftswidrig. Ey, es tut mir leid, es ist echt schwierig zu lesen, weil es so pixelig ist. Also es ist, ich sehe es nicht so gut, wie ihr es seht. Viertens, General Drippig zu liquidieren, während er besessen ist und bevor er das Haupttor entschärfen lässt, ist vorschriftswidrig und wird mit dem Tod und unehrenhafter Entlassung bestraft. Genau in dieser Reihenfolge. Ja, das ist Telefonzelle, da müssen wir hin. Ich mag auch sehr diese Leuchtstoffröhren oben dran, die gefallen mir sehr gut. Und da ist General. Was ist denn da? Ah ne, das ist nur Schatten, das sah so aus, als ob das ein Fehler wäre. Ja. Da müssen wir hin, da können wir den übernehmen. Dass wir diese Leuchtstoffröhren, als das so ein bisschen dunkler wurde, hat mich an jemanden erinnert auf Instagram, den ich vor kurzem gefolgt bin. Und zwar nennt er sich Liam Wong. Der ist schon... Der macht anscheinend auch Spieledesign oder sowas. Kommt der hier rein? Nee. Und wenn, dann wäre es eh egal. War das richtig? Achso, hier oben kann man lang. Oh Gott. Übrigens ist der ist weg. Gut. Spieleentwicklung macht er. Hat aber auch einen Instagram-Account, auf dem der echt geile Bilder von Tokio hochlädt. Ich glaube, ich muss den Hebel ziehen. Und dann da hoch. Ja, der Hebel ist für den Brunnen. Gut. Dann nehme ich gerade mal diesen Vorfall zum Trinken. Benutze ich den mal, weil es sich gerade so gut gepasst hat. Liam Wong auf jeden Fall. Wird bei Instagram aber, glaube ich, Liam_WON9 geschrieben. Das war auf jeden Fall gut. Ja, verdammt. Da muss man ganz gut abpassen, wann er sich rumdreht und genau in dem Moment losrollen.
Ich weiß nicht, ob wir da stehen bleiben können im Schatten, also müssen, oder ob wir komplett durchrollen können. Okay. Wenn er sich jetzt rumdreht, dann ist alles gut. Nicht, dass er einfach mal so denkt, so, ja, komm. Schießen wir mal ein bisschen rum. Okay. Schnell runter, Hebel ziehen, Brunnen rein, fertig. Das war schon scheiße. Oh! Wunderbärchen, da hat man aber auch Glückchen gehabt. Doch. Da sind übrigens wieder diese Leuchtstoffröhren, die nehme ich sehr an das Bild, an diese Bilder erinnern, weil der hat nämlich immer so einen Pink- und Blaustich in den Bildern. Also was heißt Stich? Es ist schon sehr extrem, aber es sieht halt sehr geil aus. So. Der läuft, glaube ich, rüber. Okay, das war schon mal ganz gut. Nö. Vergiss es. Dann wären wir jetzt schon mal hier. Dann müssen wir da hinten den Hebel betätigen. Und dann in den Brunnen rein. Könnt ihr mal ein Quicksave machen? Ich glaube, bis hierhin waren auch bisher noch keine Mudaken. Versteckte. So. Ich finde immer, dass bei diesem Glacken an den Seiten, das ist nur wahrscheinlich irgendein rotes Samtzeug, was da an den Seiten ist. Oder irgendwelche Abzeichen, keine Ahnung. Aber es sieht immer so aus, als ob dem irgendwie die Arme abgeschnitten wurden und da jetzt so das Blut so raus sprießt. Sprießt? Ja. So, wir haben ja nur mit einem Versuch mit dem, weil den gibt es halt nicht mehrmals, ne? Und ja, das hier ist jetzt halt sowas wie mit den Slicks, nur wir müssen halt nur sagen, das reicht. Also wir müssen da nicht irgendwas nachpfeifen oder so. So, jetzt nicht in die Minen springen. Der kann sehr weit springen. Ich glaube, wenn ich jetzt springe. Ja. Gut. Ja, und da der jetzt gestorben ist, wird hier Gas und wir verrecken. Wird hier Gas eingesprüht. Habt ihr das auch mal gesehen, die Animation? Ups, Entschuldigung. Also man stirbt auch nicht direkt, wenn die 5 Sekunden abgelaufen sind. Hatte dann noch ein, zwei Sekündchen Zeit. Aber ist trotzdem kacke. So, einmal so hier runter. Dann dahin, schätze ich mal. Normalerweise hätten wir sterben müssen. Ich glaube, die nächste machen wir auch noch kaputt. Ich glaube, wir müssen Hilfe rufen oder so. Ja. Und das ist dem einfach egal, der kommt einfach und dann geht er erstmal weg. Nicht töten mich, ja? Oh Gott, was machst du denn? Okay, wir machen mal einen Quick Save, denn jetzt gleich wird es ein bisschen brenzlig. Hier geblieben. Weiß nicht mehr, wie das
Nee, wer soll Maxi Platz sagen? Hier geblieben! Maxi Platz! Hey! Maxi Platz! Dankeschön. Ja, manchmal ist das so, dass dann alle auf einmal einen hören und dann wird hier wild rumgeschossen. Und dann gehen wir selbst bei Platt. So, den haben wir schon gemacht. Ja, komm doch mal mit, du Doofkopf. So. Der bleibt irgendwie immer stehen, wenn ich dem irgendwas befehle. Der ist irgendwo aufgekommen. Warum ist der irgendwo aufgekommen? Moment. Was passiert jetzt? Mein Tod. Das ging dann etwas schneller als das Ersticken. Ups. Mein Kakao ist jetzt auch alle. Leider. Das war der letzte, den wir hatten von diesen Tütchen. Naja. Gut, dann machen wir hier weiter. Ging das denn? Ach genau. Achso, ey. Nee. Ich mache immer die falsche Taste. Nee. Das. Komm her. Gut, dass ich da weggegangen bin. Hier muss ich ja nicht mehr runter. Kann ich das da alles so stehen lassen? Hallo, hallo. Hier ist Drippig? Drippig. Öffne das Haupttor. Na los doch. In Ordnung. Geht gleich los, Sir. Lass mal sehen. Das muss der Richtige sein. Quatsch. Eine kleine Mini-Sequenz gehabt. So, jetzt müssen wir nur passend hier runterspringen. Ah. Hm, gut, dass ich einen Quicksave gemacht habe. Das war besser. Man braucht ja auch eigentlich gar nicht zu schleichen. Weil die kriegen halt einen. Also sie merken das nur, dass einer da ist, wenn jemand durch diesen Dings läuft. Okay, 8 Stück. Sind bestimmt wieder hinter einfach nur so Britzelkram. Ja. Wir alle. Ja, 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 ja. Mitkommen. Okay, 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 okay. Sieht ja auch nicht so aus, als ob hier irgendein Geheimnis wäre. So, über die Hälfte haben wir. Sind noch. Ne, 299. Ja, 299.
wenn ich jetzt nicht doof bin. 299.